Ich stehe hier in Berlin-Wedding, wo die Auftaktpressekonferenz zum sogenannten Palästina-Kongress stattfindet. Zu diesem haben mehrere israelfeindliche Organisationen aufgerufen. Eingeladen sind unter anderem Redner, die den Terror der Hamas verherrlichen und sogar begrüßen. Gegen diesen Kongress protestieren hier zahlreiche Menschen. Sie zeigen Israel-Flaggen und machen auf die immer noch von der Hamas gekidnappten Israelis aufmerksam. Auch die Grünen und die CDU sind hier vor Ort und solidarisieren sich mit dem Protest. Der Kongress soll offiziell von Freitag bis Sonntag stattfinden. Wir sind hier, um gegen den Palästina-Kongress zu protestieren, weil wir der Meinung sind, dass das kein konstruktiver Beitrag für Frieden oder Verständigung ist, sondern dass hier eher Hass gesät wird, dass hier Lügen weiter verbreitet werden, dass Israel delegitimiert wird, dass das Selbstbestimmungsrecht der Jüdinnen und Juden hier in Frage gestellt wird und dass sich hier einfach radikale Kräfte noch mehr vernetzen.